Herzlich willkommen bei S21bauTV. Zunächst mal ein Blick auf BA8. Der letzte halbe Meter vom grünen Rohr ist heute Morgen in Beton gegossen worden. Grünes Rohr zwischen Notausgang Nord, Bahnsteig 3 und 4. Wofür das gebraucht wird, weiß ich nicht. Vielleicht für Hydraulikleitungen, dass man einen Druckbehälter hat und dann die Öffnungsklappen damit verbindet. Also nur eine Vermutung. Wer es besser weiß, möge es doch bitte in die Kommentare schreiben. KH28, wie schon besprochen, die letzten vier Kirchstützen hier in BA9 bekommen keine Hutze, sondern ein flaches Glasdach, und man kann das hier schon erahnen, dass es da nicht weitergeht. SK24 Sonderkelch, weil Nordeingang steht andersrum. Hat eine sehr große Öffnung für die Treppe, Rolltreppen und den Aufzug. Und auch keine Hutze. Bekommt eine große Glaskuppel. Und ein bisschen reinspiegeln. Schon einiges an Baustahl drehen für den Kelchfuß SK24. Ja, das steht auf der Spannbetonbrücke, Bahnsteig 2, BA11, und hier ist BA10. Bis vor kurzem noch die Baulogistikstraße und Rampe. Auf der Seite ist sie schon länger keine Baulogistikstraße mehr. Oder man könnte sogar sagen, jetzt quert die neue, die Durchfahrt Gleis 2-3. Und was ich eigentlich zeigen will, ist hier Bahnsteig 1. Die letzte Schalung. Und das ist nur eine Decke, nicht voll massiv, denn man will an die Spannknoppens rankommen. Zeige ich gleich mal von den Spannseilen. Also für die hier ist ein Revisionsgang vorhanden. Ich gehe mal hier rein, ich glaube, da kann man es ganz gut sehen. Im Vordergrund Armierungsstahl von BA10 von der Abschlusskante, und dahinter dann der Revisionskanal. Ja, in BA10 wurde ja jetzt nach links geguckt, die Rampe abgebaut. Leider kommen wir hier nicht weiter rein, also da müssen wir uns dann mit der Webcam helfen.
Von der anderen Seite der Baugrube komme ich auch nicht rein. Da ist der Zugang nicht so gut möglich und auch SK 28 im Weg. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!